Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Diablo 3 Hardcore Challenge Story Let's Play. Alles kommt, wie es kommen muss. Ich habe wieder auf Qual hochgeschaltet. Der Bosskampf gegen die Spinne war eigentlich ganz easy, also viel Damage bekommen habe ich nicht. Allerdings hat der Kampf auch eine Weile gedauert. Das liegt ein bisschen daran, dass ich halt nicht so viel austeile im direkten Kampf. Mal gucken, wie das jetzt auf Qual wird. Wir spielen wieder eine Weile auf Qual, mal schauen. Gibt's was ich erstmal. Zähigkeit 29%, ne? Aber ich büße dafür echt Damage ein. Das kann aber auf Qual kein schlechtes Item sein, weil, naja, ein bisschen weniger Damage, dafür mehr Zähigkeit ist manchmal ein ganz guter Deal. Ja, das Ding kommt sowieso. Das geht weg. Okay, das haben wir alles. Haben wir hier irgendwas dabei, was uns irgendwas bringt? Nee, ne? Hier ist gerade nichts dabei. Oh ja, doch, hier die Hände mit ein bisschen Zähigkeit mehr. Nimm mal mit. Ja, nee, passt soweit. Okay, dann legen wir uns erstmal in die Beutetruhe. Zack. Und das Ding. Alleine, weil ich es nochmal behalten will, falls ich es später in irgendeiner Art und Weise gebrauchen kann. Genau, wir nehmen den Paladin mit, weil der schützt uns ja. Falls ich sterben sollte, das alles. Das Ding muss ich entsockeln. Das kann ich aber noch gar nicht, weil ich den Sockler noch gar nicht da habe. Ja gut, ich glaube, der eine Stein. Ich pack's mal in die Kiste. Naja, ich weiß ja nicht, wie viele Steine ich hier kriege. Deswegen. Wir behalten es mal. So, mit Lea quatschen geht nicht. Gibt es ein neues Tagebuch von ihr? Manchmal, ne? Noch sind wir ja hier in Neutristram. Ne, gibt es nichts Neues. Dann haben wir auch eigentlich jetzt alles schon gemacht, was wir erstmal machen können. Und schlagen uns wieder zurück auf die Map. Genau, müssen zur Hochlandkreuzung. Findet den Stab der Khazra. Also ihr merkt wirklich, so mein Damage lässt halt langsam echt wünschen übrig. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt, selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Okay, die Welkmotte, also super gefährlich. Dieses Land gehörte einst der Krone. Ah, genau, ich habe ja die Magierin gefunden. Genau, den Stab der Khazra. Mehr Erfahrungspunkte. Noch nicht. Jetzt, ne? Das Schöne ist halt, in Qual levelt man halt so schnell, ne? Ich bin schon Level 28 im ersten Akt. Wenn es in dem Tempo weitergeht, bin ich ja im zweiten Akt 50. Das kann gut sein, das kann aber auch echt schlecht sein. Noch nicht bereit. Ich ergebe mich nicht. Ja, das kann gut sein, muss aber nicht gut sein. Nur Geduld. Vor langer Zeit verließen 5 Clans des Umbaru-Stammes Teganse und wanderten nordwärts. Nach ihrer Verwandlung zu Khazras waren nur noch einige wenige Älteste in der Lage, Magie zu nutzen und gaben diese Fähigkeit an die Schlausten unter ihren Kindern weiter. Dies sind die Khazra-Schamanen und sie sind die gefährlichsten Vertreter ihres Volkes. Ja, Schaman immer zuerst, weil ansonsten kommt man nur hart auf die Schnauze. Ja, ja, ich habe schon gehört, da ist ein kleiner Goblin. Noch nicht bereit. Ah, der soll auch schön vergiftet werden.
Immer noch nicht genug? Nur Geduld. Er soll nämlich schön gegiftet werden. Der Kreuzzug hält nichts auf. Sein Gold interessiert mich nicht, aber er kann halt schöne Items fallen lassen. Am besten natürlich einen Flechtring. Noch nicht. Wenn ich, ne, mir macht das ja nichts, ne? Ich bekomme ja hier die ganze Zeit schön mehr Bonus. Ja, Hauptsache der Kleine wird schön mit vergiftet. Oh, das ist ja echt noch dadurch gehopst, ne? Oh, ätzend. Naja, gut. Nehmen wir mit. Kurz das Gold noch aufheben. Ein bisschen was hat er ja fallen lassen. Noch nicht. Aber wie gesagt, ne, das geht jetzt super schnell vom Leveln her. Boah, so viel Gold, wobei das immer nur diese 1-2 Gold sind, die halt so ein. Aber kann ich mir nicht eigentlich noch so einen Loot-Begleiter hier mit dazu packen? Oder geht das nur in der Season? Muss ich nachher mal schauen. Noch keiner von euch in den Kommentaren kritisiert. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass es nicht geht. Wenn nicht kritisiert wird, ist immer ein gutes Zeichen, dass etwas nicht geht. So, oh ja, da ist ein Boss. Nur Geduld. Also ein kleiner Name. Nichts Schlimmes. Noch nicht bereit. Er kann halt mal eine schöne Waffe für mich droppen lassen. Ne? Ich habe schon lange keine neue Waffe mehr bekommen. Ne, dass ich ein bisschen wieder noch nicht Power bekomme. Komm, fall mal um. Also ein paar DPS mit dazu wäre natürlich nicht übel. So, zieht die mal zusammen hier. Nur Geduld. Ein bisschen wieder den Gift-Bonus kriegen. Noch nicht bereit. Meine Fresse, ey. Halt doch mal um. Boah, Höhlen des Mondklans. Nur Geduld. Ey. Ah ja, das ist einfach so ein kleiner Dungeon. Oh. Gepriesen sei Akkarat. So, die Mondtöter Hardcore. Noch nicht. Ah ja, da ist der Karren mit dem, hoffentlich mit dem Stab drin. Boah, der wämst mir aber auch gleich das halbe Leben weg, ey. Gut, noch nicht bereit. So, Zorn erfüllt. Schauen gleich. Oha. Ein gelbes Schild. Ein gelber Schild. Noch nicht. Oh, da ist ein neuer Boss. So. Noch nicht bereit. Nur Geduld. Ödete Gewandung. Aber kommt mal bitte mit hier. Ja, kommt mal alle mit hier bitte. So.
Damit wir jetzt hier ein bisschen vergifte Power mit dabei haben, sonst dauert das jetzt ja hier ewig. Oh, aber brauche ich nämlich ein bisschen, um meinen Effekt hier zu triggern. Nur Geduld. Die Erfahrungspunkte nehme ich natürlich auch noch mit. Noch nicht. Da machen wir ein paar. Meine Wunden nebenbei, heilen. Nebenbei mal einen guten Schluck nehmen hier. Nicht, dass ich jetzt hier gleich noch umkipp. Wo ist der? Ist der Boss tot? Ne, der lebt noch. Aber gleich ist er tot. So, den haben wir. Brutale Hände. Er hat brutalst die Hände, der Boss. Noch nicht bereit. Die haben wir ihm aber abgeschnitten, die brutalen Hände. So den Schaman. Der wird jetzt erstmal hier als erstes mit dem Hammer zerhämmert. So. Soll niemand denken, er kommt hier leichtfertig davon. Die Barrikade als nächstes erreichen. So. Können wir mehr von denen finden? Nein. Natürlich, wir kämpfen bestimmt noch gegen hunderte von denen. Bisschen mehr Zähigkeit, bisschen mehr Damage. 22% mehr Schaden, bisschen weniger, aber mehr Erholung. Weniger Zähigkeit, mehr Erholung. Das wird jetzt mal ausprobiert. Der Schild. Ja, ich habe so viel Erholungsbonus bekommen, deswegen. Ja, legen wir ein bisschen um. Handgelenke, Erholung schon. Ja, passt schon, passt schon, passt schon. Oh! Eine gelbe Waffe. 53% weniger Schaden. Aber dafür 2% Zähigkeit Erholung. Wenn das alles jetzt ein Bonus gewesen wäre, Brüder, das wäre der Oberhammer gewesen. So. Aber Gold habe ich ganz schön was in der Tasche, ne? Also Gold habe ich aber ordentlich gerade in der Tasche. So, ist das hier der Stab ist unser Umbasage. Götter, Sarkas. Könnt den Stab mal abessen. Oh, die Medaille. Habe ich gerade einen Hals gefunden. Ich jetzt einen Hals? Noch nicht. Nur Geduld. Nur Geduld, meine Freunde. Hätte mal vorher die Reflexion anschalten sollen. Yes! Uiuiui. Boah, 280 Leben pro Treffer. Das ist richtig nice. Schaden 4%, mehr um 4% verringert, 2% mehr Angriffsgeschwindigkeit und 7% Flächenschaden. Nice. Ja, alleine, dass ich halt Treffer zurückbekomme, ne? Also, Leben zurückbekomme, 280 ist super mächtig. Das, da können sie jetzt ja kommen, ne? Da guck mal, wie schnell mein Leben da wieder voll ist. Ich mache jetzt eine Menge Treffer. Damit ist mein Leben halt so schnell wieder voll. Übrigens, graue Items in diesem Spiel super nutzlos, ne? Man kann ja gar keine Runenwörter draufpacken, wie damals in Diablo 2 noch. So, gesegneter Boden für Himmelsfuror. Das wird auch spannend. So, blutbeschmiedete Truhe. Ich habe alles ready. Sehr gut, komm. Achso, ich dachte, achso, okay. Oh, das nur kommt da raus. Achso, ich dachte, jetzt kommt hier wirklich ein kleines Truhen-Event. Aber anscheinend nicht. Anscheinend kein Truhen-Event. Ja, jetzt nur noch den Damage bursten. Und echt, ich bin halt gerade so auf Qual aus. Also ich habe am Anfang noch gedacht, so Meister wird hoffentlich... Na, hoffentlich kriege ich das auf Meister hin. Ne? Jetzt ist halt wirklich schon... Das ist eigentlich immer schon peinlich, wenn ich was nicht auf Qual mache. Noch nicht bereit. Also es ist schon, das ist ja immer schon peinlich. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, wartet mal. Ja, es wird ein bisschen witzig. So, ich bekomme jetzt so viel Leben zurück. Ne? Weil ich halt eine Menge Treffer mache. Aber, oh mein Gott, das wird hart.
Oh, das war, da ist noch ein Name dabei. Zu Ende. Scheiße, scheiße, ich muss hier raus. Fark eben noch gesagt, ich bin hier gut dabei und jetzt. Leute. Na, sah kurz kritisch aus. Kurz war ich echt so. Ah, das ist dieser scheiß Bulle, ne? Wenn der seinen fucking Charge macht, da ist ja aber. Das ist ja aber bodenlos dann. Noch nicht. Oh fuck, wenn der seinen fucking Charge macht, der semmelt mich aus dem Leben. Nur muss echt alles auf Cooldown halten. Okay, die anderen sind aber tot. Oh Gott, ja, Digga, ich weiß, du machst ordentlich DPS. Noch nicht bereit. Alter Verwalter, 30 getötet, dann die auch noch mit dazu, es wird fast ein Level ab. Ja, okay, komm, wir haben ihn. Okay. Jetzt kann er nichts mehr machen. Oh, das war aber, als ich gerade schon wieder so super low war. Als ich gerade schon so super low war, noch dachte ich so, übertreibe ich's heute. Aber. Boah. Den Kreuzzug hält nichts auf. Den Kreuzzug hält nichts auf. Dem Kreuzzug in Ehren kann. Einen Kreuzzug in Ehren kann keiner verwehren. Mehr Schaden, noch weniger. Ich glaube, ich kann jetzt nicht noch mehr Zähigkeit einbüßen. Ich habe schon so viel Zähigkeit eingebüßt. Ich kann nicht noch mehr Zähigkeit einbüßen. Das geht einfach nicht. Nördliches Hochland, okay. Noch nicht. Die Northern Highland. Ich muss schon reingehen, dass das gibt halt triggert, ne? Da muss ich hier schon reingehen. Das Licht in euch wird stärker. Ja. Oh. Eine Waffe. Oh. Halt alles Einhandwaffen, die ich halt gerade finde. Die könnte ich dann mit meinem DPS nicht mithalten. Lasst niemanden an mich heran! Noch nicht bereit. Weder Bestie noch. So, Leorix Jagdgründe. Und alle mal zusammenziehen. Ja, machen wir hier alle schön, ne? Die werden hier richtig abserviert. Wie man es halt spielt in Diablo. Ist halt Diablo, Freunde. Da wartet ihr. Also schon echt krass, wie viele Levelpunkte ich hier so mache, ne? Also. Das ist schon. Das geht halt anders schnell. Ja, ich würde ganz gerne mal da rangehen. Noch nicht. So, trommelst du mal eine Runde da oder was? Bist du der Drama Boy? No drama, just a drummer. Da lang muss ich.
falls ich noch Talentpunkte zu verteilen habe, beziehungsweise Skills auszuwählen, aber das machen wir dann gleich. Wenn ich dann das nächste Mal in Town bin. Genau, erstmal muss mich hier das Eisentor geöffnet werden. Natürlich, wo sonst sollten sie sein? Nur Geduld. Nur Geduld, meine Freunde. Hier wird jeder von mir kaputt gemacht. Leorex Anwesen. Gibt's hier noch einen Teleport? Oh, aber ein kleines Böstlein gibt es. Grimpen. Noch nicht. Oh, der macht Gifte, Gifte, Gifte. Gifte immer schwierig. Noch nicht. Noch nicht bereit. So. Naja, Panzerhandschuhe gibt's von dir. Nehmen wir gleich mit. Jetzt machen wir den noch kaputt. Den Banditen. Ja, noch ein bisschen was. Der hat auch noch ein bisschen was zu melden. Ja, muss auch eh langsam mal abgeben, weil wir eher in Town gehen, weil ihr seht, ich hab halt so viel Stuff hier rumliegen. Ich hab nicht mal geschwitzt. Das ist doch gut. Das ist doch gut. So. Ah ja, Leorex Anwesen. Durchsucht Leorex Anwesen. Alles klar. Im Namen des Lichts. Die dunklen Berserker werden zu den geringeren Dämonen gezählt. Doch ihre Stärke übertrifft noch immer die der Menschen. Nur Geduld. Bei Weitem. Ich habe in der Kathedrale unheilige Zaubersprüche gefunden. In Erzbischof Lazarus eigener Handschrift. Mit Anweisungen zu ihrer Beschwörung. Ich hoffe, es gibt keine Kopien, damit dieses schreckliche Wissen für immer verloren ist. Wir sind soeben in Tristram eingetroffen und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt bin. Diesen Ort kann ich nur als provinziell beschreiben, voll von Bauerntölpeln und einem alten baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Euch gebührt Ehre. Oh, Befehle von Magda. Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Meine Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexe Adria ist, die sich in der Wüste um Kaldeum verbirgt. Überbringt diese Nachricht sofort dem Meister. Oha, guck mal hier, Leoric, der Skelettkönig. Ich finde es schön, dass wie halt die Story von Diablo 1 nochmal so ein bisschen besser erzählt wird. Weil Diablo 1 war ja vor allem eben Leoric, der noch Skelettkönig. Nicht. Lazarus und am Ende halt Diablo. Also das umfasst es sehr, sehr gut. Was wir hier so an Background-Story bekommen, ist halt basically die Background-Story von Diablo. Von Diablo 1. Und das finde ich ziemlich stark. Genauso wie der da übrigens ziemlich stark ist, ne? Wo ich hier gerade am Schwitzen bin. Ja, die machen halt verdammt viel Damage. Noch nicht bereit. Also ich muss halt echt gerade gucken.
Ja, meine, weil seine Diener. Oh Gott, Tote. Oh, ich stehe. Nein, ich stehe im Gift drin. Nur Geduld. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Ey, wie ich das gerade überlebt habe. Wahrscheinlich bin ich gerade einmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Oh Leute, ey, das war gerade zu hart. Ey, ich stand so fucking im Gift drin. Alter, der hat es mir gerade richtig gegeben. Also der hat mir gerade nochmal richtig gezeigt, Bruder, du bist nicht unsterblich. Hör auf immer hier so zu denken, ja, jetzt sind deine Kumpels tot, jetzt kann ich nichts mehr machen. Boah, Alraune, ey, du bist aber, ja, dein Gift, dein, Alter, ich, dieses fucking Gift, ich muss hier in den Raum rein. Das Gift ist sonst zu heavy einfach, das Gift ist zu heavy. Boah, Leute, ey, das war jetzt hart. Das war jetzt echt hart. Noch nicht bereit. Boah. Also da dachte ich jetzt gerade, dachte ich wirklich, ich komme da nicht mehr raus. Ich habe gerade mein Leben echt auf Null gehen sehen und die Challenge damit enden. Oh. Ja, meine Hose darf ich ja nie wechseln. Ja, Zähigkeit. Auf jeden Fall ein bisschen Zähigkeit nachpacken. Oh, auf jeden Fall ein bisschen Zähigkeit nachpacken, ey. Er ist nicht aufzuhalten. Kein Sterblicher könnte unsere Brüder derart niedermähen. Dann sterbt einen guten Tod. Lord Belial wird eure Opfer belohnen. Er ist hier. Noch mehr von denen. Beschäftigt ihn, während ich in den Tiefen unter uns seinen Untergang vorbereite. Okay, sie sind ein bisschen gebufft, aber zum Glück nicht viel. Noch nicht bereit. Zum Glück nur ein bisschen gebufft. Nur Geduld. Wir werden uns wiedersehen, Magda. Die Schulter ist richtig gut. 10% mehr Schaden. Dann kommt es. Das ist nicht schlecht. Und hier auch nochmal. Yes. Ja. Volle Boni. Über die Armschienen. Keine Gnade. Sie werden uns auch keine gewähren. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Habt ihr einen Mann in Lumpen gesehen? Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Ihr habt eure Pflicht getan, Freund. Ich werde mich um Magda kümmern. Genau, Magda. Jetzt auf die Schnauze, aber wir gehen erstmal nach Tristram, ohne Witz. Ey, was war das jetzt? Das war jetzt alles sehr, sehr viel und sehr hart. Aber was können wir jetzt eigentlich... Ein paar Sachen davon packt man natürlich bei dir jetzt mit rein, ne? Ich habe ja hier noch so eine coole Waffe. Da hast du eine deutlich schlechtere. Guck mal, gehen wir mal dir. Das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Vielleicht. Ja, die für 27. Das. Eine yes. Exzellente Wahl. Immerhin so 86 auf jeden Fall. Ja, ich muss den halt ein bisschen pushen, dass der halt auch ein bisschen vorankommt hier. Das wird helfen. Dass der auch ein bisschen stärker wird mit Sachen, die ich halt nicht brauche. Ne, damit er mir dann im Kampf... Oh, ich habe einen Ring mit 49 Vitalität bekommen. Oh, den nehme ich an. Den muss ich anziehen, den Ring. Ja, 79 Vitalität und einen Sockel drauf. Den Sockel, Leute. Sehr gut. So, jetzt erstmal schnell alles hier kaputt machen. So. Haben wir hier eigentlich für 10 Int. 20 Vitalität. Ja, kann ich auf jeden Fall ein bisschen versuchen, in Stärke zu sockeln. Kann jetzt aber eben auch... in Zweihand, eine mächtige Waffe. Also die sind für den Barb, okay. Claymore des Meisters.
komm, wir stellen es einmal her und hoffen einfach, dass es so hoch skaliert, dass es eine Verbesserung für mich ist. Ja, 10% mehr Schaden. Ja, das war ein guter Craft. Da habe ich jetzt schön reingecraftet. Genau, schön reingecraftet. Nochmal ein bisschen mehr Power rausgeholt. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Naja, du hast nichts Besseres für mich, I know. Nö. Nö. Perfekt. Lea will noch quatschen. In meiner Kindheit sind Onkel Deckard und ich durch die ganze Welt gereist, um verlorene Legenden und Artefakte zu suchen. Oh, Entschuldigung. In meiner Kindheit sind Onkel Deckard und ich durch die ganze Welt gereist, um verlorene Legenden und Artefakte zu suchen. Ach, es war so aufregend, durch uralte Tempel zu kriechen und vergessene Grüfte zu durchwühlen. Ich schätze mich glücklich, so aufgewachsen zu sein. Alles, was er mich gelehrt hat. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich sehe, was seine Besessenheit ihn gekostet hat. Uns gekostet hat. Schwungangriff, ne? Nochmal ein bisschen mehr Lebensregeneration pro getroffenen Gegner. 180%. Anstatt jetzt hier. Ja, weniger DPS, dafür mehr Heilung. Das ist halt für Bosskämpfe halt besser, ne? Ja, und Schildstoß natürlich hier nochmal richtig geboostet. Das ist halt dann für Bosskämpfe halt gut, ne? Schildstoß mit Schildkreuz zusammen. Können ja mal Himmelsfaust mal ausprobieren, ne? Ja, also Himmelsfaust mal nehmen. Können wir ja mal ausprobieren, why not? So. Oh ja, wenn Eisenhaut endet, genau, 1400% Waffenschaden. Das nehmen wir auf jeden Fall mit Eisenhaut und explosiver Haut mal wieder mit rein. Gleißender Schild haben wir hier, blendender Eifer. Wegen dem Gegner neuen Zorn. Oh ja, 50% betört zu werden. Und also Gegner haben die Chance, betört zu werden, 8 Sekunden lang für mich zu kämpfen. Aber 20% mehr Schaden ist eigentlich so der bessere Skill. So, Akkarats Champion habe ich jetzt zwei. Einmal Brandstifter. Wenn ihr Schaden verursacht, verbrennt ihr Gegner mit der Macht von Akkarat und fügt ihnen dabei nochmal 460% Waffenschaden zu. Ja, nehmen wir mit. Brandstifter. Himmelsfuror. Ja, aber das hat ja eine Abklingzeit von 20 Sekunden. Dann nehme ich lieber Akkarats Champion mit Brandstifter. So, für das Gebot der Hoffnung. Bewegungsgeschwindigkeit 50% erhöht, das ist nicht schlecht. Oh ja. 10% mehr maximales Leben, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Eigentlich nicht schlecht. Und ich habe einen neuen Platz. Jeder verbrauchte Punkt Zorn heilt euch um 30. Das ist auch nicht schlecht. Himmlische Festung. Eure Rüstung wird um einen Prozentsatz erhöht. Boah, ich würde mal lieber das Zorn erfüllt mitnehmen, ne? Das klingt eigentlich schon ziemlich nice. So, ihr lieben Freunde meines Kanals. Wir gucken noch ganz schnell, ob es ein neues Lea-Buch gibt ansonsten. Ja, Leorix Bude, die steht als nächstes an. Da finden wir uns demnächst ein und werden dort ein wenig für Unruhe sorgen.
bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir hatten dieses Mal echt zwei Momente, in denen es wirklich, wirklich super knapp war. Und ich dachte, okay, das war's. Also ihr merkt, das Let's Play, es bleibt spannend. Es ist nicht nur, ich nenne es Challenge und dann laufe ich eigentlich jetzt 100 Folgen lang durch die Gegend, habe einfach nie die Chance, irgendwie mal zu sterben. Ihr seht allein heute zwei Momente, in denen ich dachte, es war's. Und es wird einfach schlimmer, denn wir bleiben erstmal auf Qual. Ich bin sehr happy damit. Ich hoffe, ihr auch. Bedanke mich wie immer ganz doll fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, haut rein. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. BB, euer Hyuga.